So, guten Morgen, herzlich willkommen zu Food Diary Nummer 26. Warte mal, Livia. Wir waren heute Morgen schon beim Tierarzt beim Fädenziehen und haben nicht gefrühstückt, deswegen habe ich uns ganz viel Obst mitgenommen. Ich habe schon eine Banane gegessen und jetzt fahren wir nach Hause und dann gibt es erstmal ein richtiges Frühstück. Jetzt gibt's endlich eine große Portion Müsli. Ich habe Haferflocken schön mit Wasser getränkt, damit diese Hafermilch entsteht. Dann habe ich Tiefkühlkirschen, eine Orange, eine Kiwi, eine Maracuja, eine Kakaobohne, die ja Mutbooster sein soll, und eine Paranuss für meinen Selen. Und hier ist mein Granola, das selbstgemachte. Das ist so, so lecker und voller Nährstoffe. Walnüsse, Leinsamen, Haferflocken, Kokosnuss und ja, einfach super, super lecker. Und ja, guten Appetit. So, wie ihr wisst, waren wir unterwegs heute Morgen. Ich hatte keine Zeit, Großessen vorzubereiten. Wir haben nichts aufgetaut. Wir möchten uns aber dennoch relativ gesund heute ernähren. Und deswegen gibt es jetzt was ganz Einfaches, Schnelles. Ich mache Brokkoli im Dampfgarer und Kartoffeln im Dampfgarer. Die habe ich jetzt einmal abgewaschen. Die brauchen tendenziell etwas länger. Deswegen kommen die hier unten rein. Deckel drauf. Und dann lasse ich die jetzt erstmal 10 Minuten, Viertelstunde hier dampfen. Und dann kommt der Brokkoli da drauf. Und dann machen wir eine schöne, vollwertige Käse-Sahne-Soße gleich dazu. Das Gemüse und die Kartoffeln sind jetzt vorgegart. Und ich werde jetzt die Schale abmachen und die erstmal in Scheiben schneiden. Ich möchte einen Auflauf machen. Ich habe mir jetzt zwei Auflaufformen hingelegt, weil ich glaube, eine reicht nicht. Ich weiß es aber nicht. Und dann mache ich die Soße. So, wollt mit euch reden. Einen Dampfgarer kann ich euch ultra ans Herz legen. Ich habe damals so überlegt, ob ich mir einen kaufen soll. Und wir haben den dann am Ende bei eBay Kleinanzeigen für 5 Euro geholt. Und damit kannst du wirklich Fast Food machen. Wenn du keine Zeit hast, du schmeißt Kartoffeln rein, schmeißt Tiefkühlgemüse rein, zack, halbe Stunde später ist das fertig. Eine richtig vollwertige Mahlzeit. Und auch die Sahnesoße, die wir gleich machen, also ist ja eine pflanzliche Sahne, zack, in den Mixer, ein bisschen würzen, drüber schütten und ab in den Backofen oder aufkochen die Soße und so essen. Unglaublich schnell und einfache Küche. Und das, klar, machen wir auch aufwendigere Gerichte, so wie die Krautwickel oder wenn wir mal eine Soße einkochen, eine Bratensoße und so. Aber davon kochen wir immer Mengen und viel. Und können das dann nach Bedarf auftauen, weil ja, jeder hat viel zu tun. Wir müssen alle arbeiten, sind außer Haus, müssen einkaufen, Familie, Freunde treffen, Haushalt, Kinder, was man alles so hat, ne? Gesellschaftliche Verpflichtungen. Und da hat man keine Zeit, stundenlang jeden Tag frisch zu kochen und am besten auch noch anzupflanzen. Also haben natürlich auch welche, aber die meisten halt nicht, ne? Deswegen möchte ich euch das immer zeigen. Das muss nicht schwer und nicht kompliziert sein, das in den Alltag zu integrieren. Man könnte auch die Schale mitessen, wenn man möchte. Bei uns mögen das aber die meisten nicht so gerne. Deswegen schäle ich die jetzt. Wenn ich das für mich machen würde, ich hätte mir das jetzt einfach so auf den Teller geklatscht mit Salat dabei. Und dann zeige ich euch die Soße, die ich genommen hätte. Ich hätte mir einfach Sweet Chili Soße genommen. Die ist jetzt aus dem Lidl. Die gibt es aber eigentlich überall. Die ist fettfrei. Die ist jetzt ja nicht super toll von den Inhaltsstoffen. Aber die macht alles schmackhafter. Und ich hätte es mir jetzt einfach gemacht. So gibt es gleich schöne Fette dabei von den Cashewkernen. Vollwertig. Und sieht ja auch schön aus, so ein Auflauf. Ne? Wenn es überbacken ist. Also hoffe ich. Wir schauen es uns gleich mal an. Dann wollte ich noch sagen, ich habe ganz viele Kommentare in den letzten Tagen bekommen, dass ich vielen Menschen
helfen konnte, Salat im Alltag zu integrieren, was ich ja schon mal super finde, oder halt einfach mehr Gemüse, gesündere Ernährung, finde ich super. Aber einige haben mir auch geschrieben, die machen richtig hardcore mit, so wie ich, und essen also nur vegan und fast ausschließlich vollwertig, und viele von euch haben schon richtige gesundheitliche Vorteile. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie es euch heute geht. Die Videos sind ja immer 2 Tage zeitversetzt. Oh, ich freue mich, viele konnten schon die Medikamente halbieren, die sie nehmen, sowas wie Cholesterinsenker, Blutdrucksenker. Ich schreibe mit einigen von euch auf Instagram. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf Instagram, schreibt mich da an. Da bin ich sehr aktiv zurzeit und habe da auch vorher Bilder von mir gepostet. Und versucht da auch so ein bisschen aufzuklären und euch mitzunehmen in meinem Pflanzenalltag und Reisealltag und alles, ne? Aber genau, und freue ich mich super, dass es einigen von euch schon besser geht damit. Richtig mega, was diese Ernährung alles drauf hat. Ich habe noch mal so Revue passieren lassen, was es bei mir alles bewirkt hat. Ich hatte damals, als ich vor 8 Jahren damit anfing, hatte ich zum Beispiel Dauerblutungen. Das ist auch ein Video hier auf meinem YouTube-Kanal, da erzähle ich darüber. Gib mal ein, die Michaela Dauerblutungen. Ich hatte monatelang starke Regelblutungen. Kein Arzt wollte mir helfen. Die haben halt immer nur gesagt, wir machen eine Ausschabung, und das wollte ich nicht. Ich glaube, es war einfach Hormonstörung durch diese ganzen Milchprodukte und das alles. Und Fleisch, da sind ja Hormone drin, Östrogene und sowas. Und ich habe meine Ernährung umgestellt damals und die Dauerblutungen waren weg. Ich hatte einen regelmäßigen Zyklus, den ich ja bis heute gehalten habe, außer natürlich in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Dann hatte ich regelmäßig Nasennebenhöhlenentzündung bis zu Schwindel. Also weil meine Ohren, alles, Sinusitis, alles war voll. Hier Antibiotika musste ich nehmen. Seitdem ich mich vegan ernähre, habe ich kein Antibiotika mehr genommen. Also auch sogar in der vegetarischen Zeit zwischendurch. Kein Antibiotika. Ich hatte in den Fußgelenken und in den Handgelenken Schmerzen. Als wir so nach der Schwangerschaft war das, hatte ich Schmerzen. Vor allem morgens nach dem Aufstehen. Oh, das tat so weh. Ich keine Ahnung, ob das Gicht oder Arthrose oder so. Und dann im Laufe des Tages wurde es besser. Das ist alles weggegangen. Und dann jetzt ganz präsent, was war. Ihr wisst, am Ende von unserem Türkei-Aufenthalt im Dezember bis jetzt Griechenland, also fast 3 Monate, waren wir alle der Reihe nach krank, immer wieder. Also ich habe mich kaum erholt. In Griechenland ging es mir so schlecht, fürchterlich. Mir ging es wirklich richtig schlecht. Ich war immer müde, abgeschlagen, faul, nur gefaulenzt. Klar war das Wetter auch jetzt nicht so sommerlich oder so, dass man sagt, komm, wir gehen jetzt viel raus. Aber mir ging es echt nicht gut in Griechenland. Und da habe ich ja auch so wirklich den Entschluss gefasst, Feierabend, ne? Du musst wieder an deiner Ernährung arbeiten. Und jetzt, ich bin ein Kraftpaket, ich muss was tun, ich muss raus, ich muss Sport machen. Ne? Ich habe so viel Energie durch diese Ernährung wieder bekommen. Heute ist ja auch Freitag, eigentlich ist mein Sporttag. 3-mal die Woche mache ich Step Aerobic. Habe ich jetzt heute Morgen noch nicht gemacht, weil wir ja beim Tierarzt waren, beim Fädenziehen, habe ich nicht geschafft. Gestern habe ich noch überlegt, mache ich es abends, bevor ich schlafen gehe. Aber gestern war Livia sehr lange wach und dann musste ich noch was abarbeiten und so. Und dann war es schon 23 Uhr und da habe ich gedacht, komm, ne, irgendwann ist auch Feierabend. Und jetzt mache ich entweder gleich, wenn Livia Mittagsschlaf macht, schauen wir mal, oder heute Abend. Aber ich möchte das wirklich beibehalten, das tut mir so gut. Und ich habe gedacht, ich kann meinen Stepper in 4 Wochen oder so eine Stufe höher stellen. Ich habe letzte Mal am Mittwoch, also vorgestern, gemerkt, ich kann den jetzt schon hochstellen. Also heute werde ich eine Stufe höher gehen. Das ist so cool, ich regeneriere so unwahrscheinlich schnell. Beim ersten Mal hatte ich natürlich Muskelkater, dann 2 Tage später hatte ich immer noch ein bisschen Muskelkater, aber es war schon besser. Und seitdem mache ich einfach mein Power-Workout und fertig. Jetzt ist die Frage, wir fahren ja bald mit dem Wohnwagen wieder los.
Auf Reisen nehme ich den Stepper mit oder nicht? Ich wollte ihn mitnehmen, aber der wiegt 7 Kilo und mit dem Wohnwagen mit 4 Personen und Hund ist man ganz schnell übers Gewicht. Also habe ich mich dazu entschlossen, ich nehme den nicht mit, sondern ich mache dann einfache Aerobic ohne Stepper. Wer kommt denn da? Hi! Hi! Hi, mein Schatz! Ich mache gerade die Kartoffeln. Sollen wir noch mal Titigong machen zum Schlafen? Komm her. Hier bereite ich jetzt die Soße vor. Ich zeige es euch mal eben. Also so sehen die Aufläufe jetzt aus. Ich nehme 2 Formen, einfach damit es sich so überfüllt ist. Hier habe ich jetzt Pi mal Auge Cashewnüsse reingemacht, einen halben Teelöffel Salz und wir haben hier Muskatnüsse mit einer Reibe drin. Und guck mal, da sind so angefangene, ne? Hier. Die zum Beispiel, so eine Ecke, die reibe ich ja nicht mehr. Die mache ich jetzt mit da rein, weil sonst würde ich die wegschmeißen. Und hier wird die ja dann gleich eh geblendet. Und dann wollte ich da heute Tahin mit reinmachen. Das ist Sesammus. Sesam ist super eisenhaltig, super gesund. Und ich nehme das normal, um Hummus selber zu machen. Sesam-Tahin hat einen mega Eigengeschmack. Ist jetzt nicht so meins, aber ich mache jetzt 2 Teelöffel da rein, weil ich es da habe und weil ich weiß, dass es von den Inhaltsstoffen super geil ist. Und genau, das kommt mit in unsere Sahnesoße. Fülle ich mit Wasser auf. Ja, und dann schmecken wir das mal ab. Abschmecken. Ich mache jetzt dieselbe Portion nochmal. Oder? Ne, eigentlich reicht das auch. Ich würde es jetzt aufkochen und dann mit ein bisschen Wasser und Speisestärke andicken, damit das so richtig schön gluey ist. Und Hefeflocken rein. Wer Hefeflocken nicht kennt, die haben einen käsigen Geschmack. Ist jetzt natürlich nicht, ist kein Käse, ne? Aber es imitiert das so ein bisschen. Die haben sehr gute Nährwerte, auch Eisen und B-Vitamine, Zink ist da drin. Also ein schönes Lebensmittel. Und das gibt es bei Amazon oder im Bioladen oder vielleicht auch bei DM gibt es das hier in Ungarn jetzt auch. Genau, ich koche es jetzt mal eben auf. Und was ich für euch sagen wollte, hatte ich nämlich gerade vergessen, deswegen war ich so nachdenklich beim Erzählen. Wenn ihr Hefeflocken mit Salz und Cashewkernen püriert, habt ihr eine Art Parmesan, also einen veganen Pasta-Topping, kann man eher sagen. Das sind jetzt nur die Hefeflocken bis jetzt mit drin und die wird jetzt schon ein bisschen dickflüssiger. Und hier habe ich einfach Maisstärke und Wasser. Also, tada. So. Ich glaube auf Verheizung im Flur, da auf der Fensterbank. Wir machen jetzt ein veganes Joghurt-Dressing. Das ist ein Rezept in vegetarisch aus unserem 2. Kochbuch. Das versuche ich jetzt zu veganisieren. Im Originalrezept ist Zucker mit drin. Ich würde da jetzt eigentlich Dattelpaste reinmachen. Ihr hört den Papa im Hintergrund schreien. Da nur er dieses Dressing isst, mache ich ihm Zucker rein, so wie er das haben möchte. Und ich mache mir wieder so ein geiles Dressing, wie ich gestern gemacht habe. Das hat mir so gut geschmeckt, aus Avocado und so. Ich habe noch einen Rest und das reicht mir aber nicht. Ich mache mir noch mehr. Und dann ja, gibt es Essen gleich. Ist jetzt schon im Backofen der Auflauf. Zucker brauche ich. Guck mal, ich habe hier noch Puderzucker, der muss sowieso weg. Ist nur noch ein bisschen drin, dann verbrauchen wir den so auf. Also Zutaten, Zucker, natürlich Senf, es wird ein Joghurt-Senf-Dressing. Und ich habe veganen Joghurt oder so. Es ist ähnlich wie
Creme Vega eigentlich. Und Mayo muss da rein. Also kein vollwertiges Dressing. Ja, ich gebe euch dieses Rezept, weil ich finde es super geil, dass ich euch inspirieren kann. Und natürlich freue ich mich mega, wenn ihr unsere Kochbücher kauft. Viele haben auch in den letzten Tagen unsere Kochbücher gekauft. Vielen Dank für euren Support. Freut mich super. Ihr schickt mir Fotos, wie ihr unsere Gerichte kocht. Und ich freue mich so sehr. Ja, aber ich möchte hauptsächlich euch einfach inspirieren. Und ich sage euch, wenn ich diese Nachrichten bekomme, dass es euch besser geht damit, das inspiriert mich so sehr und spornt mich so sehr an, euch immer mehr zu teilen. Und natürlich, das ist jetzt kein vollwertiges Dressing, aber wenn euch das hilft, eine Riesenschüssel Salat zu essen, dann ist das so. Dann ist das halt ein nicht vollwertiges Dressing. Aber es ist vegan, also ohne Östrogene und alles, was in Milchprodukten drin ist, diese ganzen Hormone und Cholesterin und sowas alles. So, probieren. Schmeckt. Ist auch vegane Mayo. Gibt's alles zu kaufen. Kann man auch selber machen, wenn einem die vegane Mayo zu teuer ist. Ich habe mal geguckt, das ist ein Rezept. Öl ist es und Sonnenblumenkerne, irgendwie so, googelt mal, vegane Mayo selber machen. Also man kann alles auch selber machen. Wenn einem diese Ersatzprodukte zu teuer sind, ist es natürlich auch wesentlich gesünder. Natürlich ist es sehr hoch verarbeitet, weil ihr raffiniertes Öl benutzt. Und ja, es ist nicht gesund, aber gesünder, weil hier sind natürlich auch noch andere Sachen mit drin. Stabilisatoren und E-Nummern und sowas alles. So, und jetzt mache ich mir noch mein Dressing. Das Rezept habt ihr ja gestern schon im Food Diary gesehen. So, jetzt mache ich meinen Salat und ich wollte euch zeigen, wie einfach das ist, wenn das so ein bisschen vorbereitet ist. Ich habe hier gestern Petersilie reingeschnitten. Komm hoch, Livia. Geh mal weg, Smurfy Bratzi. So. Rotkohl rein, ein Salatherz und Feldsalat, also so die trockenen Sachen, ab in meine Schüssel. Schön Rucola da rein, den esse ich total gerne. Guck, hier habe ich meine Sprossen, die sind jetzt fertig, Linsensprossen. Die mache ich dann einfach in einen Gefrierbeutel, kann mir die nach Bedarf, ihr müsstet höher sein, damit ihr mehr seht, ne? Nach Bedarf rausnehmen. Wo kann ich euch denn mal draufstellen? Warte. So, ich glaube, so ist es etwas besser. Und Alfalfa-Sprossen. Und jetzt möchte ich euch was zeigen, das habe ich selber gesehen bei anderen, die sich pflanzlich ernähren und viel Grünzeug essen, weil so pur kann man das natürlich auch essen, aber es schmeckt wesentlich geiler, wenn es schön verpampt ist. Ich habe jetzt mein Dressing fertig gemacht und kommt da jetzt schön drauf. Das habe ich gestern auch gemerkt, da habe ich das auch verteilt. Aber am besten könnt ihr das verteilen. Ich wurde gefragt, warum fasse ich immer mein Essen an? Ich fasse gerne Essen an. Ich bin auch eine der Menschen, wenn wir als Familie am Tisch sitzen und einen großen Salat in der Mitte haben, portioniere ich das mit der Hand. Einfach, ja, weil ich da ein gutes Gefühl drin habe in den Händen. Und so vermische ich jetzt auch mein Dressing hier. Dann ist gleich überall alles schön matschig. Was denn, Livia? Streichelst du mich? Ach, soll ich den Fuß wegmachen? Ich möchte nicht, dass du umkippst, Livia. Deswegen habe ich meinen Fuß dahin gemacht. An deinen Tritt. So. Und jetzt kommen da Sachen drauf, wie, hast du jetzt gestampft, weil du wütend bist? Wie hast du gemacht mit den Füßen? Mach nochmal. So, das und das schmeckt richtig geil, weil das ist so richtig einmassiert jetzt. Ich weiß, ist nicht jedermanns Sache so mit den Händen. Mmh.
Ich habe noch ein paar Pilze in die Heißluftfritteuse geschmissen und eine Knoblauchknolle. Und ja, der schmeckt richtig geil, wenn er so gebacken ist, der Knoblauch. Das ist jetzt der Auflauf und eine große Schüssel Salat. Seid ihr bereit für ein unappetitliches Abendessen? Ich habe einmal meinen Restsalat vom Mittagessen, eine Tomate aus dem Airfryer, eine halbe, die ist so ein bisschen gebacken, und noch drei Knoblauchzehen. Und dazu gibt es ein selbstgebackenes Roggenbrot mit Bohnenaufstrich, und da habe ich schwarzen Pfeffer drauf gemacht. Heute war ja Sporttag und ich habe heute ja keinen Sport gemacht, vormittags, weil ich das eigentlich lieber vormittags mache, weil ich da einfach fitter bin. Deswegen habe ich jetzt gerade eben Sport gemacht und ich habe es auch gefilmt. Ich füge es euch am Ende an, Step Aerobic. Ich durfte heute meinen Stepper eine Stufe höher machen. Da steht er. Weil ich letzte Mal, ich war zwar außer Atem und habe geschwitzt, aber ich dachte, es ist Zeit, den eine Stufe höher zu stellen und ich bin so richtig abgekackt. Ich habe zwischendurch, musste ich kurz Pause machen, 2 Minuten und was trinken und kurz einmal runterkommen, und habe ich weitergemacht. Aber ja, ich weiß noch nicht, jetzt ist ja heute Freitag, ob ich ihn Montag nochmal eine Stufe runterstelle oder so hoch lasse. Ich weiß es nicht. Naja, ich habe jetzt viel getrunken, war duschen und jetzt wollte ich mir ein Ice Cream machen. Das wollte ich euch unbedingt zeigen, wenn ihr gerne Eis mögt. Dann könnt ihr so eine gesündere Alternative haben als Eis, was es so zu kaufen gibt. Und das ist einfach jetzt hier drin. 1,5 reife Bananen sind eingefroren. Am einfachsten ist, wenn ihr die so 10 Minuten antauen lasst. Dann habe ich 2 gehäufte Teelöffel Dattelpaste, die ich ja selber gemacht habe. Habe ich euch gezeigt in meinem Food Diary. 2 gehäufte Teelöffel davon und ungefähr 2 Teelöffel Backkakao hier drin. Und dann mache ich einen Schuss Wasser rein, einfach damit es besser zu mixen ist. Jo, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ach, Wasser muss ich noch reinmachen. Ja, es ist spät und es ist laut. Deswegen traue ich mich jetzt nicht, das zu Ende zu mixen. Da sind jetzt noch Bananenstücke mit drin, aber ich möchte nicht, dass Livia aufwacht. Deswegen esse ich es jetzt so. Ja, aber ihr wisst bestimmt, wie ich das meine und könnt euch vorstellen, dass das Eiscreme ergibt. Bananen-Schokoladen-Eiscreme. Wer Banane und Schokolade gerne mag, so wie ich, der wird das mit Sicherheit gerne mögen. Das ist jetzt halt sehr süß. Und da ist noch Banane. Egal. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ne, bis heute Abend beim Daily Vlog und bis morgen beim Food Diary. Tschüss.